Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein leckeres Pota-Rezept für euch. Diesmal habe ich meine Potas mit Backpulver vorbereitet und in ganz mini Form. Das ist dann ein Party-Rezept, wenn ihr zum Beispiel etwas feiert, Geburtstag oder ihr bekommt Besuch, dann könnt ihr die so in kleine Stücke vorbereiten. Die sehen richtig gut aus und schmecken auch richtig lecker. Und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 200 Gramm weiche Butter oder Margarine. Ihr könnt natürlich auch mischen, so habe ich das gemacht. Ich habe 100 Gramm weiche Butter und 100 Gramm weiche Margarine genommen. Wir brauchen 2 Päckchen Backpulver, 2 Esslöffel Essig und 200 Milliliter Schlagsahne, 200 Gramm Schmand oder ihr könnt natürlich auch Quark nehmen, nimmt das, was ihr zu Hause habt, 3 bis 4 Esslöffel Joghurt. Ich habe den 10%igen Joghurt genommen, 200 Milliliter Öl, 2 Eier, so ungefähr 1 Esslöffel Salz und Mehl nach Gefühl. Das muss ein weicher, geschmeidiger Teig werden. Außer das Mehl und Backpulver habe ich alle Zutaten schon mal in meine Küchenmaschine hineingegeben, einmal vermischt und nach das Mehl hineingegeben. Backpulver hatte ich schon mit dem Mehl vermischt. Wem das zu viel ist, kann die Menge natürlich auch reduzieren. Ich habe so ungefähr 1,5 Kilo Mehl genommen. Zwischendurch habe ich dann immer geprüft, wie die Konsistenz von dem Teig geworden ist. Wie gesagt, es muss ein weicher, geschmeidiger Teig werden, darf nicht zu fest werden. Ich habe den Teig durch 2 geteilt. Mit der einen Hälfte werde ich so kleine Mini-Pochas mit Füllung vorbereiten und mit der anderen Hälfte, da werde ich etwas ganz Besonderes machen, und zwar kommt die Füllung in den Teig hinein und wird dann einfach mit dem Teig gebacken. Das ist richtig super lecker, kann ich euch nur sagen. Das heißt, ihr habt zwar nur einen Teig vorbereitet, aber habt dann 2, 3 verschiedene Pocha-Sorten gebacken. Ich habe meine Bällchen richtig klein gehalten. Wie groß ihr die machen möchtet, ist natürlich euch überlassen. Diese werde ich dann mit Schafskäse füllen. Ich habe Schafskäse mit einer Gabel zerdrückt und ein bisschen frische Petersilie hineingeschnitten. Und meine Bällchen werde ich einfach mit der Hand kurz andrücken und die Füllung hineingeben und dann zu klappen. Die sind richtig niedlich geworden. Wer keinen Schafskäse mag, kann die Füllung natürlich auch beliebig nach seinem eigenen Geschmack ändern oder Petersilie auslassen. Ihr könnt auch geriebene Käse nehmen. Ich habe meine Pochas mit Eigelb bestrichen, dann mit Sesam bestreut und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad schön goldbraun gebacken. Die werden dann schön knusprig. Da das ja kein Hefeteig ist, spart ihr natürlich auch an der Zeit. Der Teig muss nicht gehen und das schmeckt wirklich super lecker, kann ich euch sagen. Wer möchte, kann natürlich auch Schwarzkümmel darüber bestreuen. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn Pocha mit Sesam und Schwarzkümmel bestreut wird. Ihr könnt auch Mohn darüber bestreuen. Ihr müsst einfach mal gucken, für welchen Anlass ihr die Pochas backt. Kinder mögen nicht so gerne Schwarzkümmel. Bei Kindern könnt ihr dann nur Sesam bestreuen. Jetzt werde ich die andere Hälfte des Teigs bearbeiten. In den Teig kommt dann die Schafskäsefüllung. Also hier habe ich auch einfach Schafskäse mit einer Gabel zerdrückt, ein bisschen frischen Petersilie hineingeschnitten und Dill. Das ist sehr, sehr wichtig. Dill gibt nämlich dem Ganzen einen leckeren Geschmack. Dann wird das in den Teig eingearbeitet. Ihr müsst den Teig so lange kneten, bis der Käse dann auch in den Teig eingearbeitet wird. Am Anfang ist der Teig durch die Füllung ein bisschen klebrig, aber wenn ihr richtig lange knetet, dann klebt der Teig irgendwann nicht mehr an den Händen. Dann ist die Konsistenz erreicht.
Viele geben die Füllung auch, während sie den Teig vorbereiten, aber ich mag das nicht so gerne. Ich bereite lieber den Teig vor und gebe die Füllung hinein und arbeite das dann richtig in den Teig ein. Denn andersrum stimmen dann ja auch die Mengenangaben nicht mehr. Da weiß man gar nicht mehr, wie viel man überhaupt von dem Ganzen nehmen soll. Nachdem der Teig richtig geknetet ist, könnt ihr aus dem Teig kleine Bällchen vorbereiten. Auch hier ist natürlich euch überlassen, wie groß ihr die Bällchen halten möchtet. Wenn das natürlich für einen besonderen Anlass ist, wie Feier, Geburtstag oder Grill, würde ich die natürlich klein halten. Der Teig ist so ergiebig, also ihr bekommt so viel daraus, das ist erstaunlich. Ich habe für den Teig so ungefähr 1,5 Kilo Mehl genommen. Wie gesagt, wenn das für euch zu viel ist, könnt ihr die Mengen natürlich auch reduzieren. Ich gebe dann die Bällchen auf ein Blech, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe. Einige habe ich dann auch oval geformt. Wenn der Teig richtig geknetet wurde und auch ein bisschen ruht, klebt das überhaupt nicht an den Händen. Das könnt ihr auch im Video erkennen. Das macht wirklich viel Spaß. Das könnt ihr sogar mit euren Kindern vorbereiten. Die haben auch viel Spaß daran, denke ich mal. Auch diese habe ich dann mit Eigelb bestrichen, mit Sesam und Schwarzkümmel bestreut und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken. Worauf ihr hier natürlich achten müsst, dass ihr die nicht zu lange backt. Die sind ja sehr klein und brauchen nicht lange. Ihr müsst dann immer gucken, wenn sie schön goldbraun geworden sind, könnt ihr die auch aus dem Ofen rausnehmen. Die kann man warm und kalt essen. Kalt schmecken sie sogar viel besser und werden schön knuspriger. Und so sehen die dann fertig gebacken aus. Wie gesagt, ihr könnt das auch als Grillbeilage essen. Dieses Rezept wollte ich euch schon die ganze Zeit zeigen, habe leider keine Zeit gehabt und heute habe ich mir das fest vorgenommen, weil das Wetter immer wärmer wird. Ich kann nur sagen, super, super lecker und mit ruhigem Gewissen euch das empfehlen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.